Zack, die Bohne, da ist die Woche auch schon wieder rum und es geht gleich weiter mit Astromenes. Wir starten direkt mit der Mission Nummer 12. So, Schiff bleibt alles wie es ist, Geld bleibt auch soweit alles. Ich wollte mal so ein bisschen Hüllen-Upgrade jetzt demnächst anfangen und würde mal sagen, wir gehen direkt rein. Bereite dich vor. Ich bin vorbereitet. So, es geht mal wieder gegen die Piraten mit ihren Raketen, wo man so ein bisschen drauf aufpassen muss. Wenn ich mich richtig erinnere, ist diese Mission noch relativ einfach. Moment. Das sind noch keine Piratenschiffe da unten. Warum schießen sie denn in grün? Naja, gut. So. Machen wir erstmal wieder alles kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Ist ja hier mit den Energiewaffen, mit dem Schutzschild problemlos möglich. Wie man so ein bisschen sieht, das Upgrade für den Zielcomputer hat es tatsächlich gebracht. Es ist wesentlich mehr Schüsse, die dann auch tatsächlich treffen. Und das war natürlich Quatsch. Natürlich schießen die Piraten grün, die Aliens schießen in blau. So war das. Ist ja nicht so, dass ich das erst vor einer Woche gespielt hätte. Gut, solange es keine Raketen gibt, ist alles im grünen Bereich. So. Ich frage mich so ein bisschen, was jetzt mit dieser Mission Besonderes war. Wie gesagt, ein paar Missionen hatte ich schon immer mal wieder gespielt. Weiß jetzt aber gar nicht, wie weit ich tatsächlich nun war. Ob das nun diese war oder die nächste oder die übernächste. Auf jeden Fall eine von den Missionen, da habe ich dann irgendwann immer aufgehört. Glaub, das war jetzt die folgende Mission. So. Ja, mit letzter Woche, also kann ja nebenbei so ein bisschen was erzählen. Mit Minecraft, da ist ja dann so ein bisschen... Rakete erkannt. Da geht's dann auch schon los mit der Rakete. Da ist dann ja so ein bisschen was los gewesen, von wegen, ja, keine Minecraft-Let's Plays mehr. Da habe ich mich tatsächlich zu entschieden, komplett Minecraft aufzugeben. Und, ja, bin umgestiegen auf meinen Test. Warnung. Vom Warnung. Spielprinzip her dasselbe, werde ich am Montag aber nochmal ein bisschen ausführlicher erkannt. Machen. Rakete erkannt. Rakete, 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 ich glaube, das wird nichts. Warnung. Wie gesagt, werde ich am Montag noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen, da dann eben auch ein entsprechendes Let's Play starten. Was mir tatsächlich aufgefallen ist von meinem Test, gibt es gar nicht so viele Let's Plays, die dauerhaft laufen. Ja. Gut. Die dauerhaft laufen und ich glaube, das könnte gar nicht mal so schlecht werden. Bei Minecraft gibt es dann wirklich unzählige Let's Plays und bei meinem Test ist eben, wie gesagt, ein bisschen eingeschränkter der Umfang an den Let's Plays. Gibt auch kaum Tutorials dafür und wirklich kaum größere Infos. Infovideos und alles. Jetzt hängt die Maus hier schon wieder, das ist blöd. Größere Infovideos, Tutorial-Videos, irgendwie Showcases, gibt's alles so in dem Riesenumfang, wie es das bei Minecraft gab, gar nicht. Deswegen denke ich, werde ich mit meinem kleinen Mini-Kanal hier so ein bisschen vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Hab ja schon mal gesagt, finanziell habe ich da sowieso nichts von, aber so ganz für null will ich es dann auch nicht machen. Das ist mir übrigens extrem aufgefallen vor einiger Zeit. Ich gucke natürlich auch immer mal wieder rein. Die Kanalaufrufe oder Videoaufrufe, das ist plötzlich ziemlich angestiegen, warum auch immer. Also ziemlich angestiegen in meinem Umkreis jetzt irgendwie. Es sind ein paar mehr Views geworden bei anderen größeren Let's Playern oder größeren YouTube-Menschen. Würde es gar nicht weiter ins Gewicht fallen, dann wäre es dann irgendwie, ja, es ist halt so. Also wir bewegen uns dann im niedrigen Zehnerbereich. Um mal zu sagen, irgendwie jetzt das letzte Video hat tatsächlich 60 Aufrufe. Das fand ich schon sehr schön. Was ein bisschen schade ist natürlich bei Astromenes, was mir ehrlich gesagt im Moment ein bisschen mehr Spaß macht als Minecraft oder Minetest.
so, dass da sehr wenig Aufrufe nur drauf sind. Wahrscheinlich einfach nur deswegen, weil es halt kaum jemand sonst spielt. Aber auch hier muss ich sagen, so ein dauerhaftes Let's Play bin ich, soweit ich das gesehen habe, tatsächlich, wenn ich der, dann zumindest einer der einzigen. Warum auch immer. Es gibt halt viele Testvideos, viele Showvideos, aber kein wirklich dauerhaftes Let's Play. Muss ich mich immer eben so ein bisschen konzentrieren. Rakete erkannt. Warnung. Warnung. Kommt man hier außen rum? Ich glaube, hier kommt man außen rum. Genau, so. Heieiei. Ach, diese blöden. Warnung. Warnung, Warnung, Warnung. Diese blöden Raketen hier. Hört auf damit. Das endet doch schon wieder tödlich hier gleich. Ich sehe das ja jetzt schon. Rakete erkannt. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Level ich heute spiele. Ich mache einfach mal. Wenn das hier noch länger dauern sollte, dann natürlich nur das eine wieder. Ansonsten nur zwei Missionen oder drei Missionen. Bah. Da unten sitzt da der Drecksack. Zack. Rakete erkannt. Wo ist Rakete? Da ist Rakete. Nee. Oha. Blöden Raketen hier. Rakete erkannt. Dann gibt's keine Raketen mehr. Ups. So. Da kommen die Raketen her. Ziel auch nach unten, dankeschön. Schiff. Müsste es aber gewesen sein. So, wenn ich hier jetzt durchkomme, 17.000 ist auf jeden Fall mal ordentlich eine Anzahl. Da gibt es dann auch ein bisschen was für. Zack, alles weg hier. Oh, oh. Wäre natürlich blöd, jetzt irgendwie ein Schiff zu treffen, so auf den letzten Metern. So. Alles weg, alles weg. Zerstöre, zerstöre. Ah, sieht aber gut aus. Zack. 20.000, das passt. Na komm. Dankeschön. Ja, ich bin noch nie auf diese Mission beendet, auf diese Tafel eingegangen. Man sieht hier gleich, was abgeschossen wurde. Bonus wird dann, wird alles irgendwie berechnet und daraus ergibt sich dann eben die Totalsumme. So. Was mache ich denn da? Spiel starten. Mission 13. Alien. Ach, Aliens sind wieder leichter, weil keine Raketen. So, Schiffswirfthülle aufwerten. Kabam. Nochmal. So. Gut, ist vernünftige Hülle jetzt hier mit ordentlich Schutz. Reparieren. Nein, erstmal noch nicht. Ich glaube, da war die Bewaffnung ein bisschen kritischer, genau. So. Gibt's da irgendwas, was ich mir noch leisten könnte? Hier mal was. Was war das denn noch? Zielsystem, genau. Das war zum Ausrichten und das war zum Zielen. Den kann ich mir natürlich nicht leisten, um das hier wie ein Quatsch das zu machen. Bringt das überhaupt? Ach ja, das war schneller zielen. Nee, egal. Nochmal Hülle reparieren. Yep. Ab in die Mission. Hoppa. So, ja, schön. Aliens abschießen. Da sind auch wieder diese kleinen Energiebubble.
hier nun inzwischen auch nichts mehr machen. Hüp. Also irgendwas muss ich da mit den Waffen aber nochmal machen. Also die müssen irgendwie nochmal geupgradet werden. So. Aber hier sind aufgrund des Energieschildes echt wieder geschenkte Punkte. Das ist ganz schön. Weil, macht ja nun überhaupt nichts. Und die hier nun auch nicht mehr. Finde ich eigentlich die beste Neuerung, weil es war tatsächlich so. Diese kleinen Energiewürmchen hier, wenn die durchgekommen sind, ich habe es ja schon mal gesagt, haben extrem viel Schaden gemacht und das ist nun nicht mehr der Fall. Das heißt, die Missionen hier sind echt einfach nur geschenkte Punkte. Eigentlich alle Alien-Missionen inzwischen. Ah, das war knapp. So, wegholen. Und stellt euch mal vor, das hier ohne Schutzschild. Ja. Und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Oder waren diese roten Dinger, diese fiesen? Ich glaube, die roten waren die fiesen, ja. Die roten waren die fiesen, genau. Ja, das war's dann mit der Freude über die Unzerstörbarkeit. Die machen auch relativ viel Schaden, das ist schade. Gut, also gibt's diese roten Teile dann noch, wo man dann ein bisschen drauf aufpassen muss, aber ich denke, letztendlich ist das durchaus schaffbar. Lauter Schiffe hier, meine Güte. Hey! Fliegen können die anscheinend auch nicht richtig. Gut. So. Wegholen. Ah, so langsam dämmert's mir wieder. Genau, diese roten Dinger, das waren die gefährlichen. Ja, war klar. Da ist dann auch kein Durchkommen mehr. Stimmt. Die roten waren die fiesen Teile, genau. Hoppa. Ja, habe ich ja in den letzten Folgen ziemlich viel Scheiße erzählt, von wegen, dass es jetzt überhaupt kein Durchkommen mehr für die Alien-Waffen gibt. Okay. Also nur diese roten Kringelchen, wo man drauf... Au. Ja. Ich glaube, das kann man knicken. So. Breite dich vor. Nur die roten Kringelchen, wo man drauf aufpassen muss. Hier ein bisschen am Rand vielleicht. Da kann man auch nichts machen, wenn so ein Schiff auf einen zufliegt. Ja, man sollte sich schon nicht treffen lassen. Aber gut, wenn die Mission geschafft ist, gibt es wieder ordentlich Kohle. Ich meine, im Grunde genommen bin ich ja zufrieden mit den ganzen Waffen. Vielleicht hole ich mir dann doch mal wirklich dieses ganz dicke Schiff. Aber da gucken wir dann gleich nochmal. Wird wahrscheinlich noch nicht reichen. So, jetzt kommt wieder die Stelle, wo so richtig viel los ist. Ich glaube, da fliege ich dann auch gleich mal am Rand irgendwie durch. Ja, das ist so die einzige Sache, wenn man da mit den Schiffen kollidiert, dann war es das dann meistens schon. Und eben diese kleinen roten Kringelchen. Ist bestimmt auch irgendwo eine Infoseite, wo steht, was das für Dinger sind. Und die werden auch so ein bisschen, man sieht das so ein bisschen, die werden so ein... Na, jetzt kommt schon Treffer auch.
Die werden so ein bisschen auch angezogen von dem Schiff. So. Oi. Oi. Oh. Na, da war ja Glück. Ach, ich wollte ja am Rand. Egal, da muss er jetzt durch. Je mehr das trifft, desto besser ist es. Tralalalalala. So, geht doch. Obwohl es hier war ich ja schon. Diese Dinger, die lassen diese roten Böbelchen ab. Okay. Blöden. Ja, ich gehe jetzt mal lieber kein Risiko ein hier. Ja, ja, wir müssen auch noch achten, was da entgegenkommt. So. Da ist wieder ein Mutterschiff. Sehr schön. Hä? Okay. Meine Güte. Naja gut, diese Mutterschiffe, die kriegt man ja eh nicht weg, so einfach. Da kann man zwar raufhalten, aber Ring tut das nichts. Na komm her. So. Piraten. Ach, dann war's das schon. Ich hab's da irgendwie fieser in Erinnerung gehabt. Cool. Hülle aufwerten oder anderes Schiff. Das dickste, das war hier hinten irgendwo eins. War der nicht auch MK? Ich glaube, das hier war das. Wobei ich meins ja fast schöner finde. War das das überhaupt? Group-MK, Space Eagle, Firestorm. Ja gut, das ist ein Standardschiff. Ich glaube, das war das aber auch. Destroyer MK. Ich glaube, ich wechsle da mal. Aber leisten kann ich es mir ja eh. Ich glaube, ich werde es bereuen, aber ich tue es einfach. So. War doch gar nicht so schlimm. Eben nach der Bewaffnung schauen. Firefox, Firebird, Meteor. 40 Einheiten, 20, 40, 10, 30, 50. Ich glaube, das waren die. Machen die. Ich könnte ja mal fürs Let's Play hier tatsächlich so ein bisschen rumprobieren. Mal von meinem Standard abweichen. Das kann man sich aber nicht anzeigen lassen. Schade. Region. Meteor, das ist kinetisch. Aber das sind doch schon alles Meteor, ja. Nee, nicht ganz. Jetzt sind's alles Meteor. Jetzt sollte es auch ein bisschen ruhiger schießen. So, Schiffswerft. Hülle upgraden geht nicht, Werkstatt. Hier kann man noch ein bisschen reinhauen. Oha, wow, wow.
oder hier? Zielverfolgung, sechs Objekte und Zielverfolgung, ja, das Energieverbrauch. Was ist denn hier? Nee, Quatsch, den habe ich ja. Ja, und was soll ich damit? Was soll das? Ja, ich glaube, ein bisschen sparen fürs Hüllen-Upgrade und das Ding hier erstmal zulegen. Probieren wir einfach mal, was passiert. Ja, schießt schon viel ruhiger. Und hält auch ein bisschen mehr. Ne, jetzt erstmal wieder ein bisschen weniger aus, aber mit den Upgrades hält es dann doch deutlich. Uah. Die ging auch durch, ne? Ja. Komische Teile da unten. Mit diesem schwächeren Schiff, ich glaube, das war tatsächlich nicht so ganz intelligent, ohne Hüllen-Upgrade hier durchzufliegen, weil das andere Schiff, das hatte mit Hüllen-Upgrade mehr Panzerung als dieses Schiff hier. Das oder sind die Raketen schneller geworden? Rakete erkannt. Rakete erkannt. Rakete. Warum sind hier so viele Raketen unterwegs neuerdings? Eieiei. Da hat es wieder einen getroffen. Das endet doch wieder tödlich hier. Ich sehe das auch jetzt schon. Rakete erkannt. Dafür schießt das Schiff jetzt zumindest mal vernünftig und zielt auch schnell. Ja, selber schuld. Neustart. Bereite dich vor. Bin vorbereitet. Ab dafür. Ja, super. Also man sieht die Schüsse, die fliegen tatsächlich so ein bisschen kreuz und quer. Rakete erkannt. Ja, voll durch. Was soll's. Ich kann's mir leisten. Rakete erkannt. Eieieieiei. Da hinten ist auch wieder ein Raketenwerfer gewesen. So. Ja, die haben alle getroffen. Ja, wenn ich irgendein spannendes Thema hätte, könnte ich ja nebenbei was erzählen. Ist nur leider nicht der Fall. So. Rakete erkannt. Nix da, Raketen. Ui! Da hat wieder eine getroffen. Na? Rakete erkannt. Dip. Oh. Komm. Zack. Warnung. Warnung. Die ganzen Raketen, meine Güte. Warnung. Rakete erkannt. Ja, Warnung. Gleich ist er hin. Warnung. Ja. Ja, das war eigentlich klar. Ja, ich glaube, das war eine von den Missionen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nö. So kurz vorm Ende quasi. Ich glaube, hier kommen dann wieder die F-Tasten zum Einsatz. Davon, um diesen unzähligen Raketen auszuweichen. Rakete erkannt. Vielleicht sollte ich auch einfach vorher schon mal ein bisschen drauf achten, was da so rumfliegt.
meine, das ganze Grüne, da muss ich ja nicht drauf achten. Sondern tatsächlich nur diese komischen Raketen da. Da hinten zum Beispiel. Ups. Ja, das lässt sich leider nicht vermeiden. Rakete erkannt. Also, wo sind die Raketenwerfer? Da hinten? Da. Okay. Moment, ist ein bisschen ruhig. Rakete erkannt. So, da kommen wir wieder nicht ran. Raketenwerfer. Das ist also der Nachteil, man kommt nicht immer gut an diese Raketenwerfer dran. Bereite dich vor. Ja, das wird dann hier die letzte Mission erstmal und nächste Woche geht's dann quasi weiter mit der allerletzten Mission. Kann sich leider nur noch um Stunden handeln hier, aber ja, so ist das. Rakete erkannt. Ja, ich bin ja schon da. Ja, habe ich natürlich alles mitgenommen. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Da. Rakete erkannt. Da ist der Raketenwerfer. Und dann ziel auch runter. Das Ding, naja. Rakete erkannt. Das ist da auch wieder so eine Mission, wo es dann nachher nur noch heißt, Hauptsache heile durchkommen. So, aber hier vorne kann man zumindest ein bisschen aufräumen. Rakete erkannt. Zack. Zack. Ja. Ich denke, das kann man knicken. Komm hier, so. Bereite dich vor. Rakete erkannt. Schießen das Ding nicht weg, ups. Ja, es ist nicht unbedingt meine Lieblingsmission, glaube ich. Aber sind diese Piratenmissionen ja generell Rakete nicht wegen erkannt. Dieser ganzen Raketen. Weil ich mich da natürlich immer frage, diese Raketen. Was sind das eigentlich für Raketen, dass sie so ohne weiteres irgendwelche Raumschiff-Schutzhüllen durchschießen können? So. Ich meine, diese ganz dicken Raketen, klar, das werden wahrscheinlich irgendwelche Atomraketen sein, aber diese kleinen Dinger hier, die haben kaum irgendwie Effekt, aber schlagen doch ganz schön ein immer. Rakete erkannt. Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen runter hier. So, komm, komm, komm. Zack. Unten kommen sie auch schon wieder an. Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig vielleicht gerade. Aber schnell mal nur hier. Da müssen wir jetzt erstmal durch. Warnung. Warnung, Warnung. 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 Wieso ein. Warnung. Meine Güte, die ganzen Raketen. Die kommen alle von da unten. Die Dinger da unten kriegt man auch nicht weggeschossen. Warnung. Warnung. Warnung.
Da ist ein Raketenturm da unten. Warnung. Warnung. Ja, die kriegt man nicht so ohne weiteres weg. Warnung. 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 Wenn ich mich richtig erinnere, da hinten, die beiden letzten da links und rechts an der Plattform am Ende. Ich glaube, das sind da von diesem Abschnitt die beiden letzten Raketentürme. Wo kommen denn die Raketen jetzt her? Da, okay. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon wieder. Ist auch so schlecht zu erkennen, immer diese Raketen. Aha. Ja. Ich dachte, da könnten wir jetzt einfach so drüber fliegen. Breite dich vor. Wo sind wir denn hier? 31 Minuten. Ach du Scheiße. Das wird auch wieder 8 Stunden Hochladezeit sein. Super. Dachte ich mir, ich nehme mal ein bisschen früher auf 16:28 jetzt, aber... hier. Ne? 16.28 Uhr, aber ich glaube... Ja... So viel dazu. Bisschen früher aufnehmen. Rakete erkannt. Gut, also wenn es jetzt nicht klappen sollte, da schon die Aufnahme so lange läuft, würde ich sagen, knicken wir das sonst für diese Woche und... Die beiden letzten Missionen, die kommen dann auch nächste Woche dran. Och, jetzt trefft das blöde Ding auch. Ja, ich glaube, das mit dem Schiff war nicht die allerklügste Idee. Rakete erkannt. Und es gibt auch, glaube ich, nicht alles zurückhören, wenn ich das Schiff jetzt wieder wechseln würde. Dann quasi ein Downgrade, ohne wirklich irgendeinen Vorteil zu haben, weil ich die Hülle nicht mehr upgraden kann. Rakete erkannt. Rakete erkannt. Hoppa. Och, ja. Eieieiei. Ja. Gut, hätte ja klappen können. Also, der Plan ist folgender. Nächste Woche die letzten Piraten-Enklave, danach Flucht unter den Alien-Angriffen. Wir haben die Schlacht verloren versucht. Na gut, die Aliens sind nicht so ganz schlimm wie die Piraten. Das wird sich nächste Woche zeigen. Schade, dass ich jetzt die Mission nicht vernünftig abschließen konnte, aber so ist das halt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Aufnahme jetzt schon 33 Minuten läuft und das Rendern auf meiner alten Krücke hier bestimmt 2, 3, 4, 5, 6.000 Stunden dauern wird. Und das Hochladen eben auch entsprechend ewig lange mit der Holzleitung hier. Also... Astromindest gibt es nächsten Samstag wieder. Am Sonntag bzw. Montag, ich muss mal schauen, ob ich das vielleicht ein bisschen anpassen werde, gibt es dann meinen Test, die erste Folge. Minecraft ist hiermit offiziell beendet, abgebrochen, unwiederbringlich und wir sehen uns nächste Woche. Tschö!